Kompliziert. Enjoy a wide variety of games. Ich finde es einfach immer noch geil, wie das THQ ruiniert hat. Einfach dieses, das Ding hat einen kompletten Konzern ruiniert. Together with a game of Pictionary. Ah ja, Fußball. Yay! Oh, da ist er, der Sackschnüffler. Traditional MMA type exercises, added in traditional exercises, and within the programming itself, there's scripted on days and off days. So, for example, you may train. He can't take many more of these big shots. He's hurt. Okay. Ich habe da, glaube ich, mal, ich habe, wie gesagt, ich habe einmal eine Preview geschrieben für UFC, für eins der Spiele, aber I don't, das ist genau wie die ganzen so Fight Night Boxing Sachen und sowas. Das ist einfach nicht meins. Big slam, big shot. Das ist ja, guck dir mal an, wie da zwei halbnackte Männer aufeinander rumrödeln. Und Leute sind so, ja, das ist 100% straight. Seid ihr euch da sicher? Nein, meine Männlichkeit. Ich habe das Gefühl, ich glaube beim letzten Mal habe ich einfach wieder zu weit geguckt, ne? Kann das sein? Weil das kommt mir, ich meine, das hätte ich noch gesehen. Das Duell. Aber warum ist das denn U? Ach so, The Ultimate Battle of the Sexes, Quiz and Play. Aber das Duell Männer versus Frauen. Das muss ich mal. Hatte ich das aufgeschrieben noch? Nee. Das schreibe ich mal auf hier. Das ist doch hundertprozentig Mario Barths Lieblingsspiel, oder? Oh, guck mal, hier ist der Mann, der hat den Föhn in der Hand und die Frau hat die Bohrmaschine in der Hand. Oh. Nein, wie crazy. Und das ist von 2012 gewesen, so am Ende der Ära. Ja, Mario's Capcom, aber ich die 360-Version. Immer noch krass zu glauben, dass zu der Generation die Fighting-Game-Szene hauptsächlich auf der Xbox 360 war. Das ist ein weirdes Ultimate Stealth Pack. Thief, Hitman? Beim Hitman, was ist das absolut? Also der Großteil der Fighting-Szene damals war auf der 360. Ultratron. Es gibt gleich auf der PS4, das meine ich, das habe ich mir irgendwo mal gesehen. Ich meine, es ist 2015, dann wird es auf der PS4 sein, vor allem weil es halt rechteckig ist. Oyajime, Tamamade Nigirarete Gurodemo Denai Wagen. Irgendwann spiele ich mal Omineko. Irgendwann, wenn ich 100 Stunden am Stück lesen will, dann spiele ich's. Uncharted. Was ist mit Uncharted 1? Wait, warum ist denn Uncharted 2 zuerst? Alright, this is the way to the courtyard. What? Das ist doch Uncharted Drake's Fortune und nicht Drake's Fortune, Uncharted. Oder wie, oder was, oder wer, oder wo. Thief war Multiplattform. PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One. Ich hab die Xbox 360 Version hier. Ja, aber das ist ja, also das verstehe ich nicht, weil das ist ja, aber es ist ja trotzdem Uncharted, das ist ja, also ich weiß nicht, das finde ich ein bisschen seltsam, dann zu sagen, oh, das kommt davor, weil da nicht explizit der Titel Uncharted 1 ist. Hot Take, Uncharted 3, bester Teil, das ist ein Hot Take, ja, das ist definitiv ein Hot Take. Uncharted 3 ist fein, aber das ist...
was so die Story und die Anleihung von den Set-Pieces ist, ist das ein Mess. Weil das Problem bei Uncharted 3 war, ist, dass die zuerst die Set-Pieces gemacht haben und dann haben sie sich die Story drumherum irgendwie ausgedacht. Deswegen ergibt das auch teilweise einfach gar keinen Sinn, wo du von einem Punkt zum anderen kommst. Undertale ist ein ganz cooles Schmapp. Aber das habe ich auch zweimal auf der 360, die japanische und die europäische Fassung. Oh, der Undertale in Breath Soundtrack ist so gut. Den kann ich wirklich empfehlen, den Soundtrack. Ich bin absolut grottig in den Spielen, aber die Soundtracks, die höre ich rauf und runter. Under Siege, was ist denn das für ein... Warum sieht das rechts aus, als wäre das irgendein Bionicles-Fake? The Undergarden, das habe ich auch auf der... auf der Xbox... War das noch auf der 360? Ja, müsste 211. Ich habe das Gefühl, weil das halt viereckig ist, dass sie das auch nochmal auf... Dann müssen sie halt auf späteren Systemen rausgebracht haben. Unearth. Das sieht geil aus. Das sieht geil aus. Ich glaube, das brauche ich. Das müssen wir gucken. Das sieht nach Trash Tuesday Material aus. Da habe ich noch nie von gehört. Das sieht aus wie ein Uncharted Fake. Dann Episode 1 und dann gab es wahrscheinlich nie 2 oder so. Vor allem auch das, weil ich dachte auch gerade so, was ist denn das für ein Uncharted-Spiel, was ich nicht mitbekommen habe? Das ist wirklich, dass Sony das erlaubt hat, auf ihrer Konsole zu veröffentlichen. Ist Euro Trash Uncharted Clone? Ja, dann will ich es auf jeden Fall spielen. Ich meine, danach sieht's auch aus. Alter, das ist Tearing gerade. Unfinished Spawn ist auch ganz cool, aber gibt's auch eine PS4-Version von. Ich glaube nicht, dass es bei so einem Spiel Episode 2 gibt. Unmechanical habe ich auch auf der Xbox One, glaube ich, gespielt. Ich glaube auf der 360 und der Xbox One. Auf jeden Fall habe ich es gespielt. Alter, das ist ja mal... Warum sind die Avatare... hässliche Kopfformen? Boah, die Performance von diesem Spiel auf der PS3. That felt good. Also ich muss mal wirklich sagen, wir können heute froh sein über die Performance von Spielen. So, natürlich hast du immer noch Probleme und natürlich gibt es auch Sachen, die man dann kritisieren sollte und die auch verbessert werden sollten. Aber die PS3, Xbox 360 Ära, da war einfach, boah, hat man sich damit viel abgefunden. Einfach weil, oh, jetzt ist HD. Dark Kingdom, ne? Wer hat die Time 3 Folge gesehen? Ab ist ganz okay. Ab ist wirklich, das ist ein feines Lizenzspiel. Auch einfach 1000 Gamerscore. Das ist Trials of Wish bestellt. Okay. Utawara no Mono, da habe ich mittlerweile, ich wusste gar nicht, dass der, aber nur in Japan, genau, dass der auf der PS3 noch rausgekommen ist. Da habe ich die ganze Reihe auf der PS4, aber müsste es halt mal anfangen. Das waren PS3-Spiele? Die sind auch auf der PS3, der dritte? Nee, ich wollte gerade sagen, der dritte dann aber nicht mehr. Valiant Hearts bin ich ehrlich gesagt nicht so der Fan von. Valiant Hearts fand ich ganz okay. Valiant Hearts war so eine 6 von 10 für mich. Valkyria Chronicles war dafür mega. Ich habe keine Ahnung, ob das Remaster davon was taugt. Aber ich hab halt die Originale und das andere hier. Altered Species, das ist ja hier Vampire Reign. Das ist eine erweiterte PS3-Fassung, die ich auch mal holen wollte. Aber die habe ich schon auf einer Liste, das ist schon für, weil wir das auch für Inkribben mal besprechen wollten. Ist halt ein späterer Release, der rausgekommen ist. Vandal Hearts habe ich auf der, das ist sogar abwärtskompatibel auf der Xbox One. You have found book. We aren't gonna get through it like this, sir. Vanquish, baby! Kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass die PS3-Version besonders was taugt.
Also da gibt es wirklich heutzutage keinen Grund mehr, die PS3-Version von Vanquish zu spielen. Velocity Ultra habe ich, glaube ich, nur den zweiten Teil gespielt. Dieser, ich glaube, der heißt dann Velocity Ultra 2X oder so? Ich bin nicht mehr... Alter, Venetica habe ich hier. Auf der 360. Das sieht ja mal extrem scheiße aus. Vessel, irgendein random Puzzle-Plattformer. Oh, fuck. Oh ja, ich hab's wieder nicht gemerkt. Ja, ich hab gesehen, wir sind im Tunnel, ja, Vanquish. Ja, komm, wir machen jetzt V einfach auch noch durch, fuck it, wir machen V auch noch durch. So, Viking. Das hab ich letztens gesehen. Das ist von hier, wie heißen sie? Die Alien Isolation gemacht haben. Warum fällt mir der Name gerade nicht mehr ein? Creative Assembly, vielen Dank, Creative Assembly. Das war, glaube ich, dass sie eine, da stand nämlich auch in dem Buch zu Alien Isolation, was ich gesehen habe, die frühe Version. Eine frühe Version von Alien Isolation war wohl basierte auf der Engine von dem Spiel hier. Habe ich auch auf der 360 hier. Virtual Fighter 2, ja. Habe ich, glaube ich, auch in mehreren. Das ist ja mehrfach dann rausgekommen nochmal. Und in, ich glaube, in diversen Yakuza-Spielen. Virtual Fighter 5, auch ein sehr früher Titel. Aber auch wieder halt so 360-Port. Final Showdown, ja. Das ist auch als Xbox Live Arcade-Spiel rausgekommen. Ist dann aber später auch nochmal in einem Yakuza-Titel, meine ich, drin gewesen. Virtua Striker? Das ist halt nur in Japan. Ich wollte gerade sagen, weil das wusste ich gar nicht, dass das für die PS3 rausgekommen ist. Alter, Virtua Tennis 3 ist so geil. Ich glaube, da hole ich mir, glaube ich, nochmal die PS3-Version von, weil die läuft nämlich auch in, das ist eines von den ganz wenigen PS3-Spielen, die in 1080p laufen. Die halt wirklich nativ 1080p 60fps laufen. Ich meine zumindest, also sie laufen auf jeden Fall 1080p, ich glaube auch 60fps. Virtua Tennis 4 ist schon nicht mehr so gut. 3 ist halt der beste Teil. 3 ist halt auch noch ein Arcade-Spiel gewesen, war dann eine Konsolenportierung. 4 und das 2009er, die sind auch fein, aber nichts kommt an. Weil die halt alle nicht mehr, die haben dann auch so versucht, so ein bisschen mehr, ich will nicht sagen realistisch zu sein, aber sie sind halt nicht mehr so ultra auf Arcade gegangen und das war... Aber Virtua Tennis 3 ist immer noch, ich glaube, das ist immer noch mein liebstes Tennisspiel. Okay, alles klar. Die Mayotte Operation, let's go. Kamcha gelehrt. Können wir das heute einfach durchmachen? Nee, ich möchte gerne ins Bett. Ist schon so lustig, dass das Spiel dann The Voice heißt und du hörst nichts. Das sieht ja mega kacke aus. Einfach nur so ein paar PNGs. Also wir hatten das, also ich meine, klar, das ist dann so, hey, wir haben hier 3,50 Mark, das irgendwie zu erstellen. Das habe ich tatsächlich nie gespielt, das Voltron-Ding. Aber das sieht jetzt auch ehrlich gesagt nicht so cool aus. Ich mag Wimmel, ich will mal gucken, ob's was sind so gute moderne Wimmel-Bildspiele. Ich mag die eigentlich. Ich mag Wimmel-Bildspiele. Voodoo Dice finde ich auch cool. Das habe ich ja. Ich weiß gar nicht mehr, habe ich das noch in das 360-Video reingepackt? Ich bin gar nicht mehr sicher. Ich hatte es auf jeden Fall für die Recherche dann auch gespielt und fand das auch ganz cool, aber das war auch so am Schluss noch. Ich habe keine Ahnung mehr, ob ich das noch reingenommen habe. Boah, das war einfach so insane. Alter, wenn ich einfach nur daran denke, die Arbeit von diesem Xbox 360 Video. Alter, das mache ich auf die Art nie wieder.
Das ist so, wenn ich das für die PS3 mache, dann mache ich das über so ein Jahr oder zwei einfach verteilt. So Stück für Stück mich da mal nebenbei ein bisschen durcharbeiten. Weil das war, das... Das waren im Endspurt, waren das wirklich 2 Wochen oder so, wo ich nichts anderes gemacht habe. Wo ich halt teilweise so 12 Stunden am Tag einfach nur Xbox 360 Spiele aufgenommen habe. Das war... Ich bin froh gewesen, dass ich es getan habe. Ich finde, das ist auch immer noch ein brauchbares Video für die Recommendations. View-technisch und was das eingebracht hat, hat sich's nicht gelohnt. Also ich weiß gar nicht, was das eingebracht hat, weil das Video ist sehr lang. Aber view-technisch hat sich das nicht gelohnt. Weil da ist einfach so Silent Hill 2 Remake hat sich da ganz gut gelohnt, aber... Ne, oder so, ich habe mit Concord mehr Views gemacht. Vor allem, das ist das Bittere. Hier ist das, genau, das waren 15.500. Das ist 4,5 Stunden und da habe ich 200-300 Stunden für gebraucht. Das hier, da habe ich mit allem drum und dran, sagen wir mal, 1,5 bis 2 Stunden gebraucht, um das Video zu erstellen. Ne, einfach so, also wenn es um die Views geht und die Bezahlung davon... So, hier der Stundenlohn. Ich weiß nicht, was hat das Video eingebracht? Lass mal kurz gucken, was hat das Video eingebracht? 52 Euro. Das ist so Stundenlohn von 25 Euro. Würde ich sagen, gut investierte Zeit. Das hier? $72, 200-300 Stunden. So als Stundenlohn. Das ist halt wirklich, das habe ich aus. Das ist ein Video, das musst du aus Überzeugung machen. Das ist ein Video, das musst du aus Überzeugung machen, weil du denkst, okay, die Welt braucht das. Dieses Video muss existieren. Anders kriegst du sowas nicht rausgedrückt. Du brauchst einfach diese Motivation von, das muss, Björn Starter, ein Projekt, das ihn langsam umbringt und so 100-Stunden-Wochen-Zwing-Challenge, Difficulty Level Impossible. Oh, Sniper Killer muss ich auch noch spielen, ja. Ja, wie gesagt, ich würde das eigentlich gerne auch für die PS3 machen, aber da will ich es dann so sukzessive. Ich hoffe einfach nicht, dass Sony da irgendwie ankündigt. So, jetzt habt ihr noch 5 Monate und ich bin einfach so, Guess I gotta buy and play all of the PS3 games. Ich meine, ich habe eigentlich so qualitativ mäßig alle, die ich haben will, die ich auf Listen packen würde. Hier ist halt auch sehr viel Trash dabei oder halt sehr viel Sachen, die für mich persönlich in irgendeiner Form interessant sind. Ne, also ich glaube, ich würde jetzt kein Shin Sengoku Online, vor allem, weil das auch, glaube ich, nicht mehr funktioniert. Das ist einfach wirklich so, ich hätte das gerne in der Sammlung, weil ich das wild finde, wie viele Versionen es davon gibt. Ich glaube auch nicht, dass ich irgendwelche Spiele wie The Shoot oder Sorcery empfehlen würde. Oder das Duell Männer gegen Frauen oder Unearthed. Ich habe heute rausgefunden gerade, dass es ein Eurotrash Uncharted gibt für die PS3. Das muss ich spielen. Na, aber es gibt halt so Sachen, die... Ich meine, die habe ich auch so gespielt, House of the Dead 3 und 4, aber ich habe halt die PS3-Version davon nicht. Ja, ich glaube, da sind die wenigsten Spiele, die hier auf der Liste sind, sind dann eh Sachen, die ich in mein Video packen würde, weil ansonsten habe ich nämlich, glaube ich, alles da und das Video bei der PS3 wäre auch wesentlich, wesentlich kürzer. Vor allem, weil ich die ganzen Third-Party-Sachen da nicht draufpacken würde, weil die habe ich ja schon auf dem Xbox 360-Video, die brauche ich ja nicht nochmal hier nochmal reinnehmen, außer es ist irgendeine Version, wo ich sage, oh, das ist jetzt die Move-Fassung, die irgendwie besonders gut ist oder so, im Gegensatz zu der... Aber es gibt ein paar Spiele, die dann auf der 360 nur mit Kinect spielbar waren und die auf der PS3 nur mit Move spielbar waren. Und da sind dann die Move-Teile manchmal ein bisschen besser oder angenehmer zu spielen. Ja. Ich meine, nee, es ist nicht immer so, dass die Videos, bei denen man sich die meiste Mühe gibt, für den Ass sind.
So zum Beispiel, das war auch relativ viel Arbeit, alles rauszusuchen, die teuersten PS2-Spiele. So das 3DS-Video, das war eigentlich, das ist ein guter Dauerbrenner geworden. Das war auch relativ viel Arbeit, aber hatte sich dadurch ganz gut gelohnt. Ich meine, Silent Hill 2 war sehr viel Aufwand. Das Final Fantasy. Also da gibt's schon, ne, hier auch nochmal das ganze Footage rauszusuchen und so. Also da gibt's schon Sachen, die sich lohnen. Ich meine, auch auf dem Hauptkanal ja auch das Evil Within 2 Video, das war ein gigantischer Aufwand und das hat sich definitiv gelohnt gehabt. Auch von, also jetzt nicht nur, ich meine, auch wenn es keiner geguckt hätte, ich war trotzdem mega zufrieden damit und bin auch froh, wie ich es da gemacht habe. Ja. Vielen Dank, vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank, ja. Ja, ich meine, dass Dead Island Video, der Titel ist, die Zensur von Dead Island 2 ist bescheuert. Zensur in Deutschland. Da spreche ich auch Leute außerhalb meiner Zielgruppe an. Und das hat auch 96% Likes. Also das ist auch nochmal. Und dann ist die Thumbnail. Also da muss ich auch einfach sagen, da habe ich so lange rumprobiert und die Thumbnail, die ich nachher gefunden habe, ist fantastisch. Also da hängt halt wirklich so Titel, Thumbnail und dann eben auch noch so Deutschland angesprochen. Das ist der absolute Perfect Triple gewesen. Das ist, oh mein Gott, das ist mein, Alter, 37%. Das, vor allem, das klicken Leute immer noch. Das klicken Leute immer noch. Das ist von der Ankündigung des Spiels gewesen, basierend auf dem ersten Trailer. Leute klicken das dann an und sind sauer. So, das macht einfach immer noch so, ne, nicht viel, aber es ist einfach so, Leute klicken da einfach nochmal drauf. Ich denke mir so, warum? Aber hey, immerhin 140 Tacken gemacht damit. So, dieses Jahr wird es auch wieder die 2-3 Jahre später Dinger geben. Ich mache die auch, das finde ich zum Beispiel cool. Das sind so die liebsten Sachen. So, hey, ich mache das gerne. Das ist nicht super viel Arbeit und das klickt sich gut. Das sind die besten Sachen. Ich werde auch, weil Leute sich das gewünscht haben, ich werde zu den Jahrestagen von der PS3 und von der Wii auch noch diesen nostalgischen Rückblick machen, wie ich das von der Xbox 360 ausgemacht habe. Ja. Das war vor allem ein Video zum Ankündigungstrailer. Aber ja, ich weiß gar nicht, wie das mit der Review davon aussieht. Also so schlecht kann es nicht gewesen sein, aber ja, das war zum Beispiel relativ gut. Das war ein Video als Resonanz da drauf. Auch nochmal, um Views abzufarmen und auf Kommentare, weil das ist halt so, wenn ich da 5000 Kommentare oder so bekomme, oder ich meine, das waren jetzt 700 insgesamt, dann bin ich so, ich kann auch nicht auf alles drauf eingehen, dann mache ich halt ein Video und bin dann so, okay, dann kann ich auf die Kritik eingehen und dann habe ich aber die Zeit auch noch genutzt für und habe was Monetäres eben rausbekommen. Aber die Review bin ich halt wirklich so, ne, ich glaube, weil es halt besser Kompromiss ist, wo ich dann sage, so, ne, zumindest die Originalversion, die du spielen kannst, die sind halt wirklich, das ist eine gute Möglichkeit, wenn du klassisches Tomb Raider spielen willst. Dann ist das eine gute Möglichkeit. Aber was die Remastered-Version, also die moderne Fassung davon betrifft, das ist, finde ich halt, ist weiter Kacke, weiterhin scheiße. Und ich glaube, du kannst wahrscheinlich jetzt schon dieses Video nehmen. Und dann jedes Mal, wo ich Tomb Raider sage, kannst du einfach Soul Reaver drüber klippen. Also drüber schneiden und es wird wahrscheinlich die exakt gleiche Kritik werden. Also von dem, was ich im Trailer bei Soul Reaver gesehen habe, obwohl, ich glaube, die moderne Steuerung können sie halt weniger verkacken. Bei einem Spiel wie Soul Reaver. Ich glaube, das ist sogar ein Spiel, das kann dann von der, wenn du die klassische Version mit der neuen Steuerung spielen kannst, das kann sogar davon profitieren. Aber so die neuen Assets und das Lighting und so alles, das finde ich da auch Käse. Aber solange du die Originalversion spielen kannst, ist es dann eben auch fein, ja. Ja, aber das ist halt, das ist, glaube ich, mit das schlecht geklickteste Video auf dem ganzen Kanal. Das hat so 1500 Aufrufe. Ist halt, kennt einfach keinen Schwanz hier. Das kennt einfach niemand hier Llamasoft oder so. Und auch das,
Karateka. Ich glaube, wenn ich das Tetris Forever, ich glaube, das wird mehr Aufrufe bekommen. So, das im November rauskommt. Das Tetris Forever, das kann ich, das geht, glaube ich, mehr, ja. Ja, ich freue mich da generell drauf. Aber ja, gut. Das soll's für heute gewesen sein. Ich muss mal gucken, habe ich in meinem Kalender für morgen was drin? Nee. Ich werde wahrscheinlich, ich wie gesagt, müssen wir gucken. Ich mache ja momentan keine festen Versprechen, aber ich werde morgen dann Mouthwashing spielen. Vielleicht sogar vorher noch How Fish is Made. Weil ich glaube, die kann man beide zusammen in einem Stream gut durchspielen. Und Mouthwashing ja auch eines der neueren Horrortitel dieses Jahr. Das wollten wir auch bei Inkribben besprechen. Das ist, glaube ich, eine gute Sache, das im Stream durchzuspielen. Das wollte ich dann morgen machen. Und Freitag einfach, ich habe seit Ewigkeiten kein Call of Duty mehr gespielt. Und ich dachte, hey, wenn es jetzt im Game Pass ist, dann guck dir doch einfach mal Call of Duty Black Ops 6 an und was das und ob das wieder einfach so billige Kriegspropaganda ist oder tatsächlich irgendwas Cooles kann. Das wäre dann für den Freitag. Weil ich mir einfach jetzt auch diese Woche gesagt habe, so, hey, komm, Streams, dann kann ich mich bei ablenken. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Dafür werde ich wahrscheinlich am Wochenende kein Stream machen. Aber ja, das Uhrzeiten gibt es erstmal keine. Weil ich will da nichts momentan, wir hatten das ja bei der Kritik besprochen, ich will da momentan erstmal nichts besprechen, bis ich einen besseren Zeitplan wieder auf die Kette bekomme. Und dann ist es einfach nur so, hey, ich bin dann morgen irgendwann mit dem Ding online, wenn ich halt online bin, ja. Alles klar, vielen, vielen Dank, Leute, vielen, vielen Dank für alle, die da waren, vielen, vielen Dank auch einfach Schürke an den Raid, generell auch, ich hab also mad Respekt einfach nur. Ich hab keine Ahnung, wie die das seit fast 2 Jahren jetzt irgendwie ausmacht. Also ich hab einen kleinen Teil davon, einen winzigen Teil davon jetzt einmal irgendwie so erlebt. Und das war schon insane. Gemessen an dem, was ich irgendwie vorher nur irgendwie so hatte. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie das auf so eine Zeit irgendwie sein muss. Also ja, das mir fällt das auch schwer zu sehen, wie Leute das irgendwie dann nicht erkennen können, was da irgendwie passiert. Also ja, also da auch von meiner Seite, ich wollte das hier an der Stelle dann auch nochmal sagen, von meiner Seite auch volle Soli. Vielen Dank dafür. Viele Leute, die jetzt auch noch dazugekommen sind, die Follows, die Bits, die Subs. Das war mega, mega lieb, auch die Spenden am Anfang. Aber ja, ich bin pooped. Ich bin pooped und das war's. Bis dann. Tschüssi.